ever. Cause I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. Okay, Leute, ich habe diese zwei Pickle Patches, habe eben, also Sternen-Pickle Patches, wenn ihr seht, habe die Karten vorgeschaffelt und als ich dann die Kamera hier angemacht habe, um loszulegen, sehe ich die Sterne und channel den Song. Und ich habe den Song in einem anderen Reading gechannelt, weiß aber nicht, welches Reading das ist. Also als allererstes mal, wer mehrere meiner Readings guckt, bitte kommentiert das, falls ihr es wisst. Zum Zweiten habe ich mir dann die ganzen Lyrics nochmal angeguckt von diesem Song und es geht so ein bisschen um Rache. Ja, jemand, also dieser The Weeknd Boy singt darüber, wie alles jetzt besser ist und was er alles gekauft hat und wie toll nicht seine Frauen aussehen etc. Ja, es kann also sein, dass einige hier von euch so ein bisschen Rachegelüste haben. Ihr müsst es nicht zwingend ausleben. Es kann auch sein, dass ihr von etwas freigebrochen seid und jetzt merkt, wie viel besser es eigentlich ohne die Situation oder die Person ist. Mit dem Skorpion-Vollmond kann es auch sein, dass ihr nochmal intensiv in diese Gefühle reingegangen seid. Ja, seid doch. Rache etc. sind auch auf jeden Fall Gefühle vom Zeichen Skorpion. Ja, das ist so diese dunkle Energie. Und es kann sein, dass ihr das durchgearbeitet habt. Wir gucken jetzt mal in die Mondorakel. Ich lese nicht aus dem Buch. Ich drehe durch. Tritt aus deiner Wohlfühlzone, aufsteigender Mondknoten und eine gewaltige Veränderung, Sonnenfinsternis. Geht bitte das letzte Reading. Was haben wir? 1:35. Ich versuche es dran zu denken, hier oben reinzublenden. Geht das letzte Reading anschauen zur Sonnenfinsternis. Das war... Moment, Freunde. Das war... Neumond in Widder. Zeige dich, wie du wirklich bist. Und hier steht eine gewaltige Veränderung, Sonnenfinsternis. Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Einige von euch müssen mehr ihre Löwenenergie channeln. Aufsteigender Mondknoten. Und für andere von euch, die sich irgendwie in Limbo befinden und nicht wissen, ob rechts oder links, schaut, dass ihr eure Astro, euren, ich sag mal, astrologischen Fingerabdruck, eure Geburtschart, ja, euch anguckt. Und dann würde ich mal gucken, wo ist vielleicht euer Löwe in eurer Chart oder der aufsteigende Mondknoten, in welchem Zeichen ist der, ja? Und dann lest euch das durch, wenn da zum Beispiel steht, Nordknoten in Krebs. Geht hin, googelt, was bedeutet der Nordknoten in Krebs, ja, weil das ist die Energie, an die ihr euch halten sollt. Vertrau deinen Träumen, zunehmende Sichel auf der Rückseite des Decks. Ja, ich habe das Gefühl, einige von euch gehen oder erwachen zu etwas. Fokuskarten als erstes. Ich tue mal in die Infobox den Link, wo ihr umsonst Geburtscharten lesen könnt. Allerdings ist das auf Englisch. Ja, bitte fangt nicht wieder an zu meckern. Cry, cry, cry. Ich kann kein Englisch. Entweder müsst ihr Google Translator euch suchen oder selber auf die Suche gehen nach deutschen Sachen. Okay? Also lasst uns gucken, was euer Fokus ist. Patience, die Karte der Geduld. Ja, das ist eine Karte, die uns sagt, dass alles hat seine Zeit. Alles hat seine, ja, für alles gibt es den perfekten Zeitpunkt. Und ich sehe durch den Spiegel einen Raben, der richtig verwirrt durch die Gegend guckt, wo er jetzt hinfliegen soll. Also, Leute, zu alles hat seine perfekte Zeit. Die Karte spricht auch so ein bisschen von den Jahreszeiten. Ja, auch wenn wir uns im Sommer Winter wünschen, weil es uns zu heiß ist, dann interessiert das Mutter Natur nicht. Der Winter kommt, wann er kommt. Ja, also für diejenigen, die irgendwie ungeduldig sind, Geduld, wollte ich sagen, ist hier euer Fokus, euer Schlüssel. Gewalt, also mit Gewalt funktioniert schon mal gar nichts zum einen. Zum anderen kenne ich ja mein liebes Team Löwe. Und Gewalt ist ja schon mal was in uns schlummert, in euch schlummert. Ich habe auch Löwe-Placements, aber ich wollte eigentlich nicht in uns sein. Broken Heart. Und ich habe am Anfang Motherfucking Starboy gechannelt. Ich dachte, alle guten Dinge sind drei. 1, 2, 3 habe ich draufgehauen. Und ich habe gesagt, einige von euch könnten so ein bisschen Rachegelüste haben. Ja? Broken Heart, Karte Nummer 9, das ist Vollendung. Leute, lasst das gehen. Okay? Alle Schmerzkacke, die noch in eurem Brustkorb ist, ob es vergangene Romanzen sind, ob es Freunde sind, die scheiße waren, ob es Familie ist,
Let it go, let it go. Okay, wie Prinzessin Elsa sagen würde, es bringt euch nichts. Jeder kann nur sein Leben leben. Denke, fühle und handle nicht für andere, sondern lasse sie für sich selbst entscheiden. Interessant. Lasst uns gucken, ob ihr was bekommt. Karte Nummer 21. Das Leben findet im Jetzt und Hier statt. Lasse deine Gedanken an die Vergangenheit und an die Zukunft los und komme mit deinem Körper und deinem Geist immer wieder in die Gegenwart zurück. Bitte, bitte, bitte. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's gerade gesagt. Menschsein heißt, die Verantwortung für sich selbst, sein Leben und seine Empfindungen zu übernehmen. Verdrängen oder beschönigen ist keine gesunde Lösung. Stelle dich deinen Gefühlen, denn nur so verlieren sie die Kontrolle und die Macht über dich. Karte Nummer 41 reduziert sich auf 5. Das könnte eure Challenge sein. Und Karte Nummer 5. Erfolg. Erfolg folgt der Energie, die hinter einer Tat steht. Nur die Absicht hinter deinen Handlungen zählt. Sei dir immer bewusst, was der wahre Grund für dein Verhalten ist. Man hört mal auf, mir jetzt die ganze Zeit die Melodie von diesem Song reinzubringen. Ich versuche hier ernsthaft, euch das rüberzubringen und in meinem Gehirn ist die ganze Zeit nur ha, 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 look what you done. Okay? Okay, Spirit. 8 der Stäbe auf der Rückseite des Decks, Leute. Schnelle Energie, das könnte Kommunikation bedeuten. Mit dem Teufel und der Herrscherin dahinter. 2 Szenarien. Für einige von euch ist es so, dass ihr mit jemandem kommuniziert. Das könnte eine tatsächliche Kindsmutter sein. Ja, die Herrscherin repräsentiert auch die Mutter und ist eigentlich, versteckt sie hier einen heimlichen Schwangerschaftsbau. Es könnte zum einen sein, dass hier vielleicht toxische Verhaltensweisen, Kommunikation, Muster oder auch Gedanken an die Vergangenheit mit einem Elternteil, also entweder wenn du eine Frau bist und du hast einen Baby Daddy, dann so oder umgekehrt, ja, dass das irgendwie losgelassen wird. Und für andere geht das gar nicht so weit, sondern für andere ist das so, dass ihr hier vielleicht eine leichte Obsession mit jemandem habt. Könnte sich auf jemanden beziehen. Wir haben hier Venus in Stier und Venus in Waage, aber auch Waage und Stier-Placements. Steinbock haben wir auch. Merkur. Frag mich nicht, woher das jetzt kommt, aber ich muss an Merkur denken. Und wir sind in der Schattenphase. Also entspannt euch gar nicht, ne? Jemand hat heute Morgen, ja, Merkur Retrograde ist ja vorbei. Bruder, wir haben noch 10 Tage Schattenphase. Also knapp ein bisschen über eine Woche. Und die ist oft schlimmer als Mercury Retrograde. Also es kann sein, dass hier schnelle Energie oder Kommunikation auf euch zukommt. 8 der Stäbe können natürlich auch in irgendeiner Form ein Kurztrip sein mit dem Teufel dahinter. Vielleicht irgendwie, um den Kopf frei zu bekommen, ja. Hey, lass uns einen Girls Trip machen oder einen Boys Trip oder irgendwie sowas. So, Ritter der Kälte, erste Karte raus. Das ist Königin der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Und dahinter wieder der Wagen, Leute, und der Herrscher. Einige haben hier eine ganz klare Vorstellung davon, wie etwas funktionieren soll. Oder ihr habt jemanden an der Hand, mit dem das so ist. Und ihr versucht hier vielleicht den Kelch hinzutragen. Oder jemand will euch den Kelch hintragen und ihr habt eine ganz klare Vorstellung. Lasst uns mal gucken weiter. Ritter der Kelche, was haben wir? 10 der Schwerter als zweite Karte. Fünf der Kelche und 8 der Kelche. Hier wird eine Enttäuschung mit dem Ass der Münzen auf der Rückseite des Decks. Jemand hier lässt eine Enttäuschung hinter sich, um woanders in eine Bindung zu gehen. Denn wir haben 5 der Kelche, 8 der Kelche. Wenn man von den 8 der Kelchen die 5 Kelche abzieht, bleiben noch 3 Kelche. 3 Kelche, immer eine Karte der Bindung. Für einige von euch kann es so sein, dass in Vergangenheit hier vielleicht jemand seinen Kelch woanders hingetragen hat. Oder ihr wolltet euren Kelch woanders hintragen. Aber hier wird gerade was losgelassen, Leute. Oder ihr lasst etwas los.
Erinnert euch immer aber an diesen Spruch hier. Ich habe von drei der Kelchen gesprochen. Karte Nummer 21 reduziert sich doch auf drei. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Hört auf zu projizieren. Einige von euch projizieren irgendwie ihre vergangenen Erfahrungen auf die Person, die sie jetzt daten. Warte, ich glaube, ich brauche noch eine. Sechs der Münzen auf dem Kopf mit dem König der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Jemand hier entfernt sich aus einer Situation, aber ich habe das Gefühl, dass es eher mental ist. Das hat nichts damit zu tun. Und neun der Schwerter. Da ist die neun, ist mit Broken Heart und dann acht der Münzen dahinter. Jemand hier lässt Herzschmerz oder alte Wunden hinter sich. Und warum habe ich das Gefühl, dass das etwa, also das ist nichts, was in... was so total in dieser, ich sag mal, 3D stattfindet. Also das ist keine Energie, wo du wirklich tatsächlich hingehst und dich mit deinem Verflossenen streitest oder per Text die ganze Zeit oder so. Das ist etwas, was im Innen stattfindet. Bestätigung, Freunde. Wir haben alle drei Wasserzeichen hier. Es könnte sein, dass ihr Wasser in der... Warum tue ich die Karten zusammen? Es ist sowas Komisches in der Luft, Leute. Ich sag's euch. Ich tue die Karten zusammen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Ding, was der Vergangenheit angehört. Deswegen tue ich die Karten zusammen. Neuer Spread. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, in meiner ganzen YouTube-Sache habe ich noch nie das Kartendeck zusammengenommen, um neu auszulegen. Bube der Kelche. Mit König der Stäbe, das ist eure Energie auf der Rückseite des Decks, Leute, ich sag's euch. Bube der Kelche mit der Welt und der Hohenpriesterin. Hier ist was Neues. Entweder in der 5D, ihr merkt es noch nicht, oder ihr wisst es schon. Jemand hier könnte, es kann sein, dass ihr jemanden kennengelernt habt, ein Verliebtheitsgefühl habt zu jemandem oder einfach das Gefühl habt, dass euch jemand anders ein gutes Gefühl gibt, eine gute Perspektive. Mit der Welt, das könnte Distanz sein. Das könnte aber auch ein neuer Zyklus sein mit der Hohenpriesterin. Entweder im Ungewissen, also dass ihr quasi, ihr habt ein bestimmtes Gefühl und ihr seid aber so im Ungewissen, was ist das mit der Hohenpriesterin? Oder die Person kommt euch mysteriös vor. König der Stäbe, Löwe, Energie mit dem Magier dahinter, Leute, ich sag es euch. Hier ist ein neuer Zyklus. Mann, Leute, diese Skorpion-Energie ist merkwürdig. Ich sag es euch doch. Drei der Stäbe mit dem Hierophant. Hierophant hatten wir eben, was habe ich hier vorgedreht? Schütze. Schütze war ein total kryptisches Reading, ja. Und Stier. Stier geht es nämlich um heimliche Gefühle. Jemand hier ist bereit für etwas Neues. Entweder für eine neue Bindung oder eine neue Lektion, ja, die ja oft auch durch Bindung kommt. Bube der Stäbe, Königin der Münzen auf der Rückseite des Decks. Mit neun der Stäbe und der Sonne dahinter. Jemand hier versucht, etwas rauszufinden. Entweder über euch oder jemand beobachtet euch genau, das kann auch sein. Jemand, der sehr geerdet ist oder zumindest sehr geerdet rüberkommt. Und eine Frau, jetzt fühlt euch nicht wieder hier getriggert, ja, die Low-Vibe-Menschen. Eine Frau, die etwas auf sich hält, könnte es sein. Oder eine Energie, die sehr fürsorglich ist und etwas auf sich hält, beobachtet hier. Aber im Stillen, ich sehe nicht, dass hier irgendwie kommuniziert wird. Beziehungsweise, dass das kommuniziert wird, was die Person beobachtet. Die Welt. Neun der Schwerter, acht der Kelche, Leute. Das ist, warum ich hier neu auslegen muss. Jemand hier entfernt sich von irgendwelchen Sorgen. Der Zyklus ist abgeschlossen. Sechs der Stäbe. Sechs der Stäbe, Erfolg im Außen, wie immer, ich sage auch immer meine Social-Media-Karte, es könnte sein, dass jemand hier ziemlich viele Augen auf sich hat, sieben der Kelche, die Liebenden dahinter, wieder die acht der Stäbe und wieder der Teufel. Leute, jemand hier hat Optionen, weil er im Außen gesehen wird, entweder ihr oder eure Person oder von mir aus auch beide, weiß ich nicht, und dann wird hier eine Entscheidung getroffen von diesen Optionen. Und dann geht das zack, zack, zack mit den acht der Stäben. Einige hier müssen auch aufpassen, dass sie keine falsche Entscheidung treffen.
ihr müsst quasi checken, hier, hier geht es ja ganz viel darum, im Hier und Jetzt zu sein und bei sich zu bleiben. Ja? Für diejenigen, die Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, holt den Fokus weg von eurer Person. Ja, ihr guckt hier die Readings auch, weil ihr wissen wollt, was bei eurer Person los ist. Ist kein Thema, könnt ihr machen. Aber anstatt so viel wissen zu wollen, was bei eurer Person los, geht in euch, fragt euch, was ist bei mir los? Warum, was erhoffe ich mir? Warum bin ich zum Beispiel unzufrieden? Was erhoffe ich mir, wenn ich eine bestimmte Sache tue? Was möchte ich davon? Warum kann ich mir das nicht selber geben? Beziehungsweise, wie kann ich mir das selber geben? Ja? Und wenn ihr das rausgefunden habt, könnt ihr euch davon weghalten, die falsche Entscheidung zu treffen, weil dann seid ihr auf den Ursprung eurer Low Vibes gegangen. Ja? Und man trifft oft dann falsche Entscheidungen, wenn man restliche negativ oder ja, niedrige Energien in sich hat oder in irgendeiner Form Low Vibes. Die Hohepriesterin erklärt mit 4 der Kelche und 6 der Kelche, das ergibt zusammen 10 der Kelche. Und hier haben wir den Ritter der Kelche wieder auf der Rückseite des Decks. Jemand hier ist auf der Suche. Ich wollte gerade sagen, auf der Suche nach jemandem, der ihm ein vertrautes Gefühl gibt. Und andere hier, das ist so interessant, Leute, das ist jetzt echt deep. Ihr seht hier 4 der Kelche, ja, die stehen hier, einer wird gereicht. Er will sie nicht annehmen, das ist eine verpasste Chance. Jetzt seht ihr bei den 6 der Kelchen, dass die 4 Kelche hier unten stehen und sogar mit Blumen beschmückt oder bepflanzt worden sind. Und diese beiden hier tauschen einen Kelch aus. Die Hohepriesterin sagt mir, dass hier eine Chance in Vergangenheit verpasst worden ist. Einige von euch haben darüber Kummer gehabt etc. Ihr könnt euch aber beruhigen, weil diese Chance war nie, diese Person ist nicht in eurem Leben mehr, weil sie da nicht mehr sein soll. Ja? Ihr haltet einfach an einem Gefühl fest, was die Person euch gegeben hat, weil ihr dieses Gefühl haben wollt, nicht die Person. Ja? Diese Person sollte euch etwas aufzeigen oder ein Katalysator sein oder irgendwie sowas, um jemanden zu finden, der diese 4 Kelche hier mit euch bepflanzt, der in einen tatsächlichen Austausch mit euch geht. Nachdem ihr mit der Hohenpriesterin gearbeitet habt, das ist euer Unterbewusstsein. Da sind die Sirenen, das ist Bestätigung. Ihr müsst außerhalb eurer Komfortzone gehen. Ritter der Kelche, 8 der Schwerter, das Gericht und dann der Löwe auf der Rückseite des Decks. Haltet euch nicht mit 8 der Schwerter in Illusionen beziehungsweise in einer Box. Ihr müsst darüber hinausschauen. Hört auf, danach zu suchen, was euch jetzt gerade gut tut. Ja, in den meisten Fällen, also nicht in den meisten Fällen, sondern wir alle werden lernen, dass wir nicht eine Person brauchen, die das erfüllt. Habt ihr das gerade gehört? Das war komisch. Die das erfüllt, was wir wollen, sondern ihr müsst eine Person finden, die das erfüllt, was ihr braucht. Und ihr braucht hier ganz klar einen balancierten Austausch. Für einige von euch könnte es sein, dass ihr Kinder habt, schon Kinder habt. Kinder habt, schon Kinder habt. Dass einige von euch vielleicht auch aufpassen müssen, dass ihr keine Kinder zeugt, aber hier, es könnte sein, dass hier schon irgendwie in irgendeiner Form Kind mit im Spiel ist, weil wir haben den Hierophant, Bube der Kelche, 6 der Kelche, auch eine Kinderkarte, ja. So Leute, wir haben Fische, wir haben Wassermann, wir haben Stier, Löwe, Skorpion, Stier, noch mehr Stier. Zwillinge, ganz, ganz viel Wasser. Passend zum Mond. Es kann sehr gut sein, dass das wirklich nach innen. Ich habe irgendwas eben schon mal mit nach innen gelebt, dass etwas nach innen gelebt wird. Und ich sehe das hier nochmal. Leute, ich weiß es nicht. Das ist so kryptisch. Die Readings sind alle, ich merke das in meinem Gefühl, dass sie extrem deep sind. Aber irgendwie auch verwirrend. Ich lasse euer Reading hier. Ich weiß nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Okay, Freunde, auch das muss manchmal sein, weil wenn ich alles wüsste und immer, dann wäre ich Gott. Und das bin ich nicht.
Ne? Wir alle haben Gott nur in uns und um uns, aber wir sind nicht Gott. Also, ich denke, für diejenigen, die hier etwas von, also beziehungsweise, if you get it, you get it, and if you don't, ist immer mein Sprichwort. Ja, für diejenigen, für die das hier gedacht ist, die werden verstehen oder die werden hier Zeichen heraus mitnehmen können und der Rest, der muss demnächst wiederkommen oder vielleicht die alten Readings gucken oder woanders. Wir haben ja ganz viele tolle Reader hier, okay, Freunde? Also, ich lasse euer Reading hier, wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert, geht nochmal das Vollmond-Skorpion-Reading gucken. Und dann das Sonnenfinsternis-Reading, das werde ich aber nochmal oben rein tun. Ansonsten, für ein privates Reading, ihr findet meine Website in der Infobox, meine Instagram-Accounts und auch den Conscious Club. Und liked, abonniert, teilt, habe ich gesagt, ne? Ich hatte eben schon das Gefühl, ich habe was vergessen, aber ich weiß einfach nicht, was es ist. Naja, anyway, Leute, wie immer, sehen wir uns, wann wir uns sehen.